Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden jetzt zum Feld fahren und das Flügen vorbereiten. Ich glaube, wir sind schon da. Okay, dann schauen wir jetzt mal noch hier nach. Weil so lange Plusgrade sind, Minusgrade sind, können wir im Feld so nichts machen und wir müssen warten, bis plus 5 Grad werden. Und das ist noch ein bisschen hin. Obwohl wir jetzt schon Frühling haben, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Ansonsten, naja, Wettervorhersage heute wären schon mal plus 3 Grad. Also nee, plus 5. Und dann geht es langsam aufwärts. Vor allen Dingen nachts auch dann frostfrei und ja, trocken. Trocken, nur trocken ist schlecht. Können wir nichts machen, warten. So, was brauchen wir? Die brauchen Futter. Brauchen kein Futter. Unsere Kühe, ja, haben Nafel gekriegt. Wir haben 18.000 Liter Milch. Aber wir haben jetzt, wir müssten umstallen. Die 6 noch weg. Da könnten wir 4 reinpacken. Aber wir müssen Schweine umstellen. Das heißt, wir gehen jetzt in unseren. Und dann gehen wir gleich mal auf Normalgeschwindigkeit. Also 1 oder 5. 5 machen wir ruhig. Weil beim Umstellen der Tiere sollte es nach Möglichkeit nicht zu schnell gehen. Wir müssten noch 5 Schweine, die 6 Schweine lassen wir drinnen. Wir machen einfach mal die Kleinen dazu. Den haben wir hier vorne wo gehabt. Da Schweine, irgendwie, oder? Ja, gute Frage, ob die hingestellt. Ach, da vorne. Macht doch Licht an, dann siehst du das auch. Naja, fast. Wenn man dicht dran ist, ne? So. Hier und. Dann fahren wir mal unsere Muttersau und Stall ran und holen mal die mittleren Tiere schon mal raus. Also die ganz jungen nicht. Aber die etwas älteren. Die holen wir raus. Und zwar alle, die. Ja, sind viele 0,21 Jahre alt, ne? Fangen wir oben an. Schade, geht nur 21, ne? Wenn wir mal Ferkel, dann müssen wir viel mehr reingehen normalerweise. Darauf achten, dass wir halt nur die Jungtiere erwischen. So. Und die Jungschweine sind leider schon was groß, optisch. Aber das ist halt so, ne? Ein bisschen anders gucken. Blöden Krähen nerven auch, ne? So. Freie Sicht. Oh, das ist Rahmen. Müssen hier mal die Straße mitbauen hier. Ausbauen. So, jetzt kommen wir zu unserem Stallkomplex. Müssen wir irgendwann. Oh, wir haben ein bisschen Geld. Ausbauen. Also neuen Stall sparen. Müsste mal schauen. Ah, der Schlachthof wird noch nicht. Naja, der Schlachthof könnte schon was haben. Bisschen Moos kann man gebrauchen, ne? Ja, wenn wir Tiere bringen, Tiere füttern. Die haben wir jetzt mal noch kalt. So, denn hier haben wir, ja, wir dürfen ruhig 0,8 und 0,9 Jahre alt werden.
für die Gesellschaft. Damit auch mal die Tiere sowieso extra unterbringen, also eine extra Bucht, kann man sagen, früher, ne? Heute ist ja alles groß. Jedenfalls Tiere vom gleichen Alter kommen zusammen. Ich glaube, die älteren Tiere würden die kleinen ganz schön piesacken. Denn im Normalfall ist es ja so, dass da die Muttersau ist ne, und jemand mit aufpasst. So, der nächste Schwung holen. Ja, Kühe dürfen auch nochmal mitrechnen, vor allen Dingen die Bullen, ne? Also die will ich gerne mal umsiedeln, also die männlichen Tiere. Müsste aber erst vorbereiten. Hier müssen wir aufpassen, dass wir keine alten Tiere beikriegen, ne? Davon rede ich jetzt die ganz schwer, ne? Also 15 Kilo, das sind die ganz leichten. Aber wir wollen ja die dicken hier behalten, ne? Ja, und dunkel sind wir blöd, aber jetzt bei Transport für Tiere ist 5 schon gefährlich, in Anführungszeichen. Ne? Obwohl unser Weg recht kurz ist. Aber mit 30 ist schon gefährlich. Geht von der Geschwindigkeit im Spiel. Ah, hier melde ich auch schon. Ich glaube Nachschub. Brüder und Schwester kommen hierher. So. Schweine würden schon ein bisschen was bringen an Geld, aber nur ein bisschen, ne? Die verkaufen wir jetzt nicht. Schon gar nicht am Schlachthof. Spanferkel zum Beispiel. Das machen wir nicht. Ja, es ist dunkel im Frühling noch, ne? Lange dunkel. Aber die Tage werden nur heller. Denken wir auch, dass morgen auch gedüngt werden kann. Ne? Wir haben bestimmt noch ein bisschen mehr machen müssen als jetzt. Ich glaube, 3 Tage wird knapp. Aber wie gesagt, auf 3, auf 1 halt spielen zur Not tagsüber. So. Das sind schon ganz schön dicke Bobbys. Mit 80 Kilo. Halt. 1,9 Jahre nicht. Die nicht. Die wollte ich nicht überringen. So. Die sind die Muttertiere. Die Zuchtschweine. Auf gut Deutsch. Da. Wieso voll? Bestätigen. Kontrolle. 0,3. Da. Da ist ein männliches hierbei.
Bedding, so. Das macht jetzt zusammen 63. Müsste jetzt eigentlich im Stall voll sein normalerweise. Oder eben jetzt um eine Zahl geirrt. Eine Ladung noch mal, eine noch. Aber sind 63, dann wären es 84. Dann kommt das hin mit 19 näher. Einmal noch. Einmal können wir noch fahren. Jo, das ist ein Schüttel, wa? Also die Schweine vom Stall. So. Dachte ich gerade. Timer aktiviert, ja. Wenn der Timer aktiviert ist, braucht nicht so aufpassen. Denn wenn man gerade beschäftigt ist, dann kann es ganz schnell mal losgehen bei 20. 23, 30 Minuten. Und das wäre das etwas ungünstig. Dann wird schon zwei Folgen eigentlich. So. Ich meine, mir ist das im Grunde egal, aber wie gesagt, ist so, von der Statistik her ist, wenn ein Video kurz geguckt wird, fällt das dann negativ auf in der Empfehlungsrate oder so. Das wollen wir ja nicht. Deswegen die Folgen nicht zu lang halten. Es gibt ja noch andere Videos, die geschaut werden möchten, und da möchte ich jetzt nicht zu lange machen. Also, bei LS jedenfalls nicht, da wird das zu langweilig. Ne? Also, jetzt fahren wir eh nur Schweine, und das ist eh Anführungszeichen nicht so berauschend, aber das muss halt mal gemacht werden. Ne? Jetzt kommen noch mal einmal welche rein und dann haben wir es wieder voll. Wir müssen schauen, dass wir Futter kriegen für alle. Mal schauen. Wir haben viele. Aber wir müssen mal sehen, dass wir jetzt auch die 58, 55 ab da. Muss ich nur aufpassen, dass wir keine Muttersau mehr zu kriegen. Dass wir nicht plötzlich auf dem Anstall Jungtriebe kriegen, ne? Hier, die Zahl ist irreführend, ne? So, alles. Hier, das sind die Anzahl der Schweine, nochmal hoch. Ja, dann dürfte er wieder voll sein, ne? Und dann müssen wir uns ranch machen an die Versorgung mit Futter. War nicht im Kram. So, mit C. Sonne geht auf, Norden, ne? Ja, jetzt kommt der Frühling bald und dann geht das los. Düngen der Felder und der Wiesen. Die Leitplanke ist ungünstig gerade, kriegen wir auch nicht weg. Aber das macht nichts, das ist ja angefasst. Ne? Also könnt ja die 6 Schweine rausnehmen, aber das muss man lassen. Weil das ist eh ungünstig. So, dann können wir mal gucken. Siehst du, haben wir den schon mal erledigt? Wir sind schon rot. Die haben jetzt alles da, Futter, Sauberkeit muss gemacht werden, Wasser muss aufgemacht werden. Wir gehen jetzt bei und werden die alle jetzt versorgen.
Ja, jetzt sind wir wieder Ganze mit 60 FPS aufgenommen, ne? Also 60 Bilder pro Sekunde, obwohl aktuell 36 natürlich. Liegt aber daran, dass wir hier am Hof etwas wäre 10 Laternen voll eingestellt, ne? So, überlegen mal ganz kurz, den Anhänger stellen wir auch darunter, ne? Brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Also unser Schlachthof wird fleißig produzieren oder haben, je nachdem. Die nächsten Schweine müssen ein bisschen länger noch bleiben. Aber ich denke mal in ein, zwei Tagen, vielleicht drei, eher drei. Wenn die ausweit sein und dann entsprechend. Was hat Platz? Keinen Platz. Der ist sogar Mistig innen drin. Aber das ist allgemein Mistig, ne? So, da fahren wir hier mal rein. Wir mal dann schauen. Grassammelwagen werden wir noch einige haben müssen. Wir werden im Prinzip nachher fleißig fahren wegen Heu. Aber Heu ist noch nicht aktuell. Wenn trocken ist, dann können wir ja praktisch auf dem Feld trocknen. Ne? Praktisch gesehen. So. Wir haben hier Mist. Das müssen wir einmal wegräumen. Das heißt, wir werden immer einmal auffüllen. Aber das reicht nicht. Das Auffüllen dauert ja nicht lang dauern hier, aber. Hat er nicht untergefahren, ne? Wir gehen wir erst den Rinder dazu treffen. Das ist nun egal. So. Das geht ja automatisch. Das soll ich leider nicht. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, es geht dann gleich weiter mit Schweineversorgung, Kühe-Versorgung und so weiter. Immer schönen Dank. Reinschauen. Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.